Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Session von Star Wars Outlaws. Für mich ist mal wieder eine ganze Woche vergangen. Als ich reingekommen bin, war ich noch in diesem Gesuchtstatus. Ich bin dann einfach im Schiff drin gestanden und hab gewartet, bis es weggeht. So einfach geht's. jedenfalls, die Mission geht ja weiter, dass wir hier Tanker treffen sollen. Hier in der Stadt. Da habe ich mal Schnellreise hingemacht. Und dann schauen wir doch mal. Hey, hast du Waka kürzlich gesehen? Den Mechaniker? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, hat er bei Makal mit ein paar Serek-Wäschvollstreckern geredet. Wozu? Einschleimen? Abzocken? Wer weiß. Schätze, er hat auf die harte Tour gelernt, dass man sich mit denen nicht anlegt. Tja. Und die letzte Begegnung mit Danka war ja nicht so geil. Moin. Na, Kay, da bist du ja. Ja, worum geht's denn? Keine Sorge, ich bin nicht sauer. Ich bin beeindruckt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du hast eine Perle genommen, Kleine. Ich mag dich, also habe ich einen kostenlosen Tipp für dich. Diese Perle bedeutet Einfluss. Das Klügste wäre, sie den Ashiga zu geben oder Crimson Dawn. Beide wollen sie. Ich kann die Sache für dich regeln und sogar sagen, dass sie von dir kommt. Aber mach so etwas nie wieder. Stimmt. Da war ja was. Mit den Crimson bin ich hier unten durch. Ich habe auch die Option, es zu behalten. Ach was, ich gebe es ihnen mal. Gib sie doch den Ashiga. Ich bin sicher, sie wollen die ganze Sammlung. Schön. Ich sag, sie war verschwunden und du hast sie gefunden. Bis demnächst, Kay. Du weißt, wo du mich findest. Ja, hier am Trinken, ne? So, das heißt, wir haben jetzt da einen schönen Ruf Plus. Auf der einen Map werden wir dann entsprechend bisschen mehr Spielraum haben. Okay, das ist immer gut, das ist immer gut. Pike. Müssen wir halt nur irgendwie pushen. Okay, Journal. Kai hat sich mit Königin über Angstfreilassung auf der Waffenfabrik geeinigt, aber Chris, die Tochter, bla bla bla. Um Alternative zu besprechen. Was hatten die nochmal für ein Logo? Ach, das war ja das da. Okay, machen wir mal kurz auf Karte zeigen. Dahin kann ich eine Schnellreise machen? Und hier? Das ist ja praktisch. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Progress in der Hauptmission machen. Ach, und ein neuer Patch ist rausgekommen. Mit diversen Bugfixes und ein bisschen Performance-Verbesserungen. Mal schauen, ob ich davon was mitkriege. Cool, ich habe jetzt nicht hinfliegen müssen. Ja dann, gehen wir mal rein. So, wo ist sie denn? Söldnerin in der Kantine. Ich könnte die Barfrau nach ihr fragen. Der Marker ist aber da hinten. 7 Meter? Ach, oben. Oh, guten Tag. Das ist nicht Ankh. Wer ist das? Das ist Kira, Schwarmkönigin von Crimson Dawn. Kay Vess, Elera hat schon viel von dir erzählt. Klingt, als hättest du auf Toshara für viel Wirbel gesorgt. Okay, hör zu. Gib mir Ankh und ich bin hier raus. Du hast anscheinend nicht zugehört. Die Königin wird Ankh niemals gehen lassen. Sie hat den Ashiga-Clan an das Imperium verkauft. Und das Geschäft steht und fällt mit Ankhs Waffen.
Wir kriegen sie nur raus, wenn Krisk auf dem Thron sitzt. Damit unser Schwarm endlich frei sein kann. Und was willst du hier? Dasselbe wie du. Rekrutierung. Also, ich interessiere mich nicht für Politik oder Königinnen zu stürzen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir nachspioniert. Dann tu's für die Safe-Knackerin. Hiermit kommst du direkt zu Ankh in der Waffenfabrik der Ashiga. Hol sie da raus, dann reden wir. Was macht dich so sicher, dass ich bleibe? Du wirst tun, was das Beste für dich ist, Kay. Dir wird nicht oft widersprochen, oder? Selten. Egal, wo wir hingehen, die Scheiße ist einfach immer am Dampfen. Ja gut, dann... Hallo Kamera. Dann probieren wir das mal. Wird schon schief gehen, so wie letzte Mission. Halt, ich glaube es mal raus. Beziehungsweise Schnellreise. Gibt es einen Point hier in der Nähe? Wegpunkt platzieren. Nächste Wegpunkt. Ach, machen wir es mal nach da. Ich habe dir freien Zugang zur Waffenfabrik verschafft. Ja, Moment. Wobei, da könnten wir, glaube ich, auch... Ach, wir gehen einfach unten rum. Meine Leute erwarten dich. Klingt gut. Danke. Hey, Andy 5. Ich habe eine Schlüsselkarte, um Ankh zu befreien. Hab sie von einer Crimson Dawn-Anführerin, mit der Krisk zusammenarbeitet. Kira, das ist beunruhigend. Was denn? Kennst du sie? Jaylen und ich waren auf einer ihrer Auktionen. Ist nicht gut ausgegangen. Ja, das glaube ich auch, dass das jetzt hier gleich nicht gut laufen wird. Einfach mal so reinlaufen und wieder rauslaufen. Ich wollte gerade schon sagen, warum ist hier keiner, aber... Da haben wir ja zwei Kollegen. Du bist KVS. Ja. Krisk meinte, ihr lasst mich durch. Du wirst erwartet. Krisk sagte, dass du kommst. Passiere. Ich will dir immer noch mal ohne Helm sehen. So, ich bin jetzt beim Tunnel. Gut, ich habe dir den Gleiter geschickt. Oh, wie aufmerksam von dir. Danke. Zwei unserer Crewmitglieder sind in Gefahr. Ich muss das Risiko minimieren. Oh, da. Okay, das wirkt wie eine Autobahn bei uns. Nur das... Willi. Wie die Distanz? Was ist denn hier passiert? Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Dezent. So, da bin ich. Gut. Ankh ist in Montagehalle 5. Mit der Zugangskarte kommst du rein. Aber um die Wachen musst du dich selber kümmern. Was ist, wenn ein Blaster losgeht? Sie stehen treu zur Königin. Ich brauche sie nicht. Gut, darin sind wir uns einig. Yeah, kommt der Kollege jetzt hier rüber? Ach, das ist ein Roboter. Ja, solange er jetzt hier zu mir guckt, kann ich da nicht rüber. Kommt ihr jetzt wirklich hier rauf? Schwarm, vorrücken.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen easy. Bus Nummer 2. Vom Radar ist noch eine zweite Person aktiv. Ah, toll. Oh, in der Ferne ist beschissen. Okay, nächste Person ist alarmiert. Na, macht sie auch irgendwas Bestimmtes? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich jetzt da auf der Wand so drüber gehe. Oder wie ich es unten rum mache. Ah, ich glaube, ich gehe oben drüber. Okay, der Kollege ist dauerhaft an. Dem, glaube ich, kann es mir eigentlich egal sein. Ah, nee, kann es mir nicht. Es ist vollbracht. Ah, da hinten. Komm doch. Wie sieht's aus? Gehst du ein bisschen rum oder soll ich zu dir kommen? Ja, ich soll mal zu dem hinkommen. Das ist aber eine scheiß Kamera. Aber ich glaube, da kann ich jetzt einfach dahinter durchgehen. So, komm, dreh dich nochmal. Sehr gut. Meine Karte wurde gestohlen. Gestohlen? Wie ist das möglich? Okay, was bringt's mir, dass ich da noch... Ah. I see. Komisch. Den. Oh, ne, bleib oben. Den Kollegen haben wir doch schon mal gesehen. Ja, runter. Dankeschön. Ah, so viel Spielzeug. Cool, nur noch 5, ja, sag mal, heute habe ich es mit dem Deutsch. 5 von dem Durastahl noch. So, let's see. Hoffentlich hat Jaylin recht mit Ankh. Ich will da nicht umsonst mit reingezogen werden. Oh, ich glaube, wir werden so richtig Probleme kriegen mit dem Sturz der Königin. Dass ich eigentlich keine Lust habe. Da ist jemand. Mal kurz hier schauen, was wir da haben. Ah, Dead End. I see. Was? Sag mal. Du liegst hinter dem Plan. No, Anchita. Oberwinden. Oh, da wär mir. Antikuja Titasa. Davon weiß ich nichts.
Södle, wie komme ich zu dir? Geht's doch noch? Ah, ist sie. Langsam und ungehorsam, das kommt in deine Akte. Wow. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt was bringt. Da hätten wir eine Kiste hier hinten. Drück mal. Kannst du mal den Knopf drücken, Nix? Sehr gut, danke schön. Wieder raus. Sonst keine gute ist. Okay, gehen wir wieder runter. Du musst Angst sein. Hey, wo bist der Water? Wow, über Porkataki. Ich bin Kay Vess. Ich stelle eine Crew zusammen. Every Magula Titaki Kid. Ich arbeite mit Jalen Rex. Hilta, o Puno Dutoki. Kira Jama Uba Jagrind? Nein. Meneki, Uba Anji Scotcha Tonka Ja Shiga Queen Sapawa Bonko. Was? Okay. Jetzt noch mal ganz langsam. Hey Kid, uber wenta ta tinka habe Gigi Sabola talif no li auto. Gigi du bischado. Damin dir uber du bischado. Chris, no et tinka matin no li a japulipa. Stut bolo graba sa Gigi, Niki. Gigi hilta wata puno tanka just lead. Dana Gigi Sabola wata ta. Nicht wirklich. Ganza! Uber bobola, Kid. Okay. Klein und wahnsinnig, so wie es aussieht. So, erstmal gucken. Also, Werkzeug holen. So, 21. Haben wir sonst irgendwas? Nö. I guess, da lang. Oh, nee. Oh, schon wieder den Superroboter. So, komm, dreh dich mal um. Umdrehen. Oder... Oh, so geht's auch. Ach, gleich drei. Gut, Umweg. Ach, warte mal, ich muss ja dann auch wieder zurückgehen. Ja, mal schauen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Sehr gut. Gott sei Dank hat er sich nicht umgedreht. Muss ich überhaupt hin? Ach, da hinten. Kiste. Oh. Zum Angriff, Nix. Oh, fuck. Na gut, Nix. Hol sie dir. Tessa Trump, Patrick Martuka.
Das ist jetzt schlecht. Okay, ist ja abgewandt. So, ich warte, bis der Roboter-Dude wieder nach hinten geht. Und dann machen wir hier die Tür auf. Na komm, geh nach hinten. Komm jetzt. Sehr gut. Sidri, Tür auf. Okay, das war easy. Na? Oh ja, wir haben Überraschungen, alles klar. Tob dich aus. Nice. Gute Arbeit, Nix. Ich hab dein Zeug. Ist das ein Glücksbringer oder sowas? Tatsasukid. Tatsamikiyo no Jinaga. Graber, du liebst! Was war das? Okay, spätestens jetzt, Habala. Ach, so eine Sache wieder. Das Ding? Ernsthaft? Hey, man nix aber dat. Chutwanda Angola, Puno Titoki. Nobata Jumbo hit Crispo. Oh, das tut mir leid, Ank. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst von dem, was sie gesagt hat. Es gab eine Explosion. Evakuiert das Gelände. Bringt sie hier raus und schickt Verstärkung. Okay. Oh nein, warte auf hier. Das sieht schon geil aus. Oh, jetzt bloß nicht anhalten hier. Okay. Zwei. Und ein Roboter natürlich. Bleibt mal eine Lastendrohne. Jetzt sind alle sauer. Wo sind die anderen? Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal diesen Granatenwerfer. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Druck. Ah, da unten. Schluss mit leise. Okay. Ja, runter hier. Ja, ja, auf dem Weg. Nice. Sekunde. Kommt, um uns mal einmal heilen hier. So, let's see. Hier nach oben. Ich sehe nur den einen Dude. Komm doch mal her. Tob dich aus, Nix. Die Wände.
Nice. Hol sie dir, Kumpel. Sehr gut. Nummer zwei. Ich meinte, ich habe noch einen dritten gesehen. Ja. Zum Angriff, Nix. Sehr gut. Okay, die Wände. Nix, halt das mal für mich, ja? Mal schauen. Ich denke mal ganz normal kaputt machen. Das war's nicht. Kannst du das für mich offen halten? Wenn es das jetzt nicht gewesen ist, was dann? Ah, hier geht's nicht weiter. So, das sind wieder die Blaster hier. Hey, halt das mal offen. Ja, ja, jetzt warte doch mal. Ach, warte mal. Okay, die Wand. Reicht das? Hat zwei gebraucht. So schnell ist das Ding gar nicht. Na gut, suchen wir einen Weg zu Ankh. Na toll. Butch? Ja, das Ding zu mir gewesen. Ja, sehr gut. Ankh, jetzt kannst du dich revanchieren. Paco! Die haben den Lift gestoppt. Kannst du das überbrücken? Aguatinka! Chichipuna Sutonga! Was? Du kannst doch nicht alles in die Luft springen! Ja, natürlich kommen jetzt hier Gegner. Ah, Gott sei Dank. Geht weiter. Ja, easy going. Ja, ich weiß. Okay, I guess das war's. Weißt du, ich glaube, du würdest dich gut bei unserem Kanto-Auftrag machen. Kanto? Haku? Daja Tinka. Ubasa Mucha Chukamiosif. Das ist der Plan. Hineki, Daji Kabaku Ubasa Yarga. Chodo no Baza Kanki Uba Makta Sunoje. Also, sind die Bomben auf dem Schlitten sicher? Hm, vermute ich nicht. Ich meine, hier wird ganz schön viel rumgeblastert. Sehr gut. Oh, fuck. Fuck. Scheiße. So eine Scheiße. Geh jetzt nicht drauf.
Gut. Das war jetzt unnötig. Warum bin ich... Ist er nicht einfach durchgehen hätte können? Nice. Gut. Irgendwas Interessantes hier? Nö, weiter geht's. Geschenke? Keine Geschenke. Ja, Sekunde. Wenn wir gerade mal umsehen hier. So, sag an. Bin ich drauf? Hallo? Hallo? Hier ist dein Glücksbringer. Wie aus der Kid? Stu, du bist ein Upa. Sie ist da oben und sie. Du noch bei der Piste noch lieber Jacanto Pono. Was? Du weißt doch nicht mal, was in dem Tresor ist. Süßer Muliwa, Niki. Süßer Jambo Muliwa. 157 Millionen in unmarkierten Kredits. Zahlt locker all deine Schulden. Steve Mods Takan Chakido. Rumi um die Takilakta Titinka. Quasi undurchdringlich. Deshalb brauchen wir dich. Ein Kava Obus Puno Kaoto Winter Uwe Schapper auf. Das ist der erste. Zum zweiten Mal. Hey, Niki. Uwe Tempeta Mucha Jainka Bunga Sief. Uwe Nabata Graba. Anativa Uwe Sabolo Pata. Tehaku, du und Oba Boba. Ach, bei Jalen klang das irgendwie besser. Jesus, Tinka Susa. Atima Jibola Puno Tadutu. Du willst die Königin ausschalten? Jesus, du Grande Hit. Niki Tiboska Schapa, ja Crispo di Tabolo auf. Jamata Wistu. Liebs a bit Minky, die Porco Fussis. Jutki Puna, ja Tonka, Niki. Das, verstehe ich nicht. Ja, also macht sie jetzt nicht mit, oder was? Und sie Jayden, geht einfach ohne uns? Anke ist raus. Sie hat einen Auftrag für Kira von Crimson Dawn. Natürlich. Kira hat größere Pläne mit Kichimi, als ich dachte. Mhm. Gibt's noch einen Plan B? Tut mir leid, Kay. Wir brauchen Anke. Das ist typisch für sie. Sie kann nie zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, hab ich gemerkt. Bleib an ihr dran. Wenn Kiras Auftrag erledigt ist, wird Ankh den nächsten Nervenkitzel suchen. Und das sind wir. Genau. Gewinn ihr Vertrauen und zeig ihr, dass man uns ernst nehmen muss. Ja, und jetzt einfach stumpf hier wieder rausgehen. Oh, übrigens, Kay. Ich habe ein Paket zur Bahnbrecher geschickt. Ein paar Vorräte, die dir dabei helfen werden. Gut, ich sieh's mir an. Danke, Jalen. Keine Wachen. Die sind wohl alle in der Haupthalle. Ja, beziehungsweise kann ich eine Schnellreise machen. Verlasse die Waffenfabrik. Und, naja. Und keine Schnellreise machen. Weißt du was? Nur just in case. Oder sind sie so fies und machen draußen eine Überraschung? Sehr süß hier. Keiner da. Gut. Also, dann gehen wir mal in die Bahnbrecher. Hoffentlich geht's jetzt. Ort öffnen. Unser Schiff. Yeah, Schnellreise. Mal gucken, was jetzt für das gab. Ich sehe, du hast Angst zur Flucht verholfen. Da du noch hier bist, nehme ich an, sie hat abgelehnt. Ja, nun, momentan arbeitet sie wohl lieber für dich. Tu, was für dich das Beste ist, Kay. Wenn du mich fragst, wäre das, Ankh zu helfen. Ich schicke dir die Koordinaten. Nur für den Fall. Aber ich will doch
Ich hab doch nichts gegen die Königin. Also, warte mal. Da ist die Kiste. So, Crates und Blaster-Umwälzer. Das heißt, wir können wieder ein Upgrade installieren. Hey, da bist du ja wieder. Moin. Hey, Gedick. Ich hoffe, du lässt ND5 in Ruhe. Er ist ein bemerkenswerter Druide, Kay. Er ist weit über seine Befehlsprotokolle hinausgewachsen. Ja, ja. Wer so lange durchhält, muss ein Kämpfer sein. Oh, er ist weit mehr als das. ND5 ist einzigartig. Und wenn er nicht mehr da ist, wird es in der Galaxis nie wieder jemanden wie ihn geben. Also, kann ich ihn öffnen und studieren? Geht auch ganz schnell. Keine Chance. Nö, das machen wir nicht. Tja, Blaster-Upgrades. 3 Verbesserungen, nur Power und Ionen. Supra-Abkühlung und verbesserte Wärmekapazität. Machen wir das mal. Gut. Das war's mit Upgrades. Wenn wir schon mal hier sind, hat sie gerade einen Schiffshändler in der Nähe. Raumhaufen. Schiffsmechaniker, ja, von draußen. Gucken wir mal. Hier drin, I guess. Hier gibt es bezahlbare Schiffsverbesserungen. Das werden wir gleich sehen. Hallo. Also Verbesserungen. Verbesserte. Laserkanone, Verteidigung. Was können wir hier machen? Da war zu wenig. Schade. Das ist außer Betrieb. Ich glaube, wir haben generell. Ach, das war diese Schnellschusskanonen. Okay, nee, wir haben die Materialien dafür gar nicht. Nicht gut. Vergessen, die besten Preise gibt's bei mir. Oh, schade. Gut, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ach, da hinten. Schnellreise nach da, bitte. Hallo? Hallo? Ist da Kay? Wer ist da? Wie bist du auf diesen Kanal gekommen? Ich bin Mayu. Die Königin fordert dich für einen Auftrag an. Treffen wir uns. Na schön. Die Frage ist, ob sich das nicht eh bald erledigt. Kann ich... Ja, ich will da reingehen. Moin. Hör damit auf. Ich mach doch gar nichts. Noch nicht. Wie komme ich auf die andere Seite? Darf ich da richtig? Ja, das schaut gut aus. Da hoch. Nach... Warte, rechts. Da rein. Kay, da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Die Chujama, gut wär's, hä? Batima Buska. Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kichimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Kuta Queen! Kaba para Gigi Zinka para Horko Kagwa! Punusa Simpokit, Jutpola Dunja Yuna, and Blasto no Lia Jabaka. Ja Queen the Fancy Pulisa Ona Ja and Dopa Tipo Haba. Ich schalte es aus. Verstanden. Tago Ubisa. Jigrabahuha Crispo Dita Takris. Jut no Pamiki Durigo Venta Chompa.
Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, was wartest du, Jay? Oder Chica Tinka Mikiuno? Sagt Jay. Ich weiß nicht. Dieser? Ich glaube, ich habe es da nicht ein bisschen einfache Methoden gebe. Aber gut, sie ist einfach wahnsinnig mit ihren Bomben. Ich würde sagen, wir schauen mal seit der nächsten Episode an, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald in Star Wars Outlaws. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.